Wahrscheinlichkeiten beugen wir die Regeln für ein übergeordnetes Wohl? Und falls ja, was sagt das über uns aus? Dass wir Lügner sind, dass wir Betrüger sind, dass wir schwach sind? Ich kämpfe jeden Augenblick mit diesen Widersprüchen und trotz all der Jahre, in denen ich nachdenken konnte, kann ich noch immer keine passende Antwort finden. Und ich befürchte, dass es solch eine Antwort auch nicht gibt. Nichts ist wahr, alles ist erlaubt. Finden wir die Antwort also in unserem Glauben, dass man zugleich zwei Dinge sein kann, in jeder Weise gegensätzlich und warum auch nicht? Bin ich nicht der Beweis, wir mit großmütigen Vorhaben, besessen von grausamen Mitteln, wir, die die Unantastbarkeit des Lebens feiern und es dann ohne zu zögern denen nehmen, die wir für unseren Frieden halt, Feinde halten? Die wir für unseren Frieden halten, das war auch gut. Das hier ist noch nicht ganz richtig. So rum. Oder? Nee. So rum. Jawohl. Das ist aber auch falsch rum. Das gehört so rum. Das ist richtig. Das kommt so. Und das kommt so. Und ich glaube, damit hätten wir wieder alles in Position. So, Nummer 5, Seite 5. Wer waren diejenigen, die vor uns da waren? Was führte sie hierher? Und wann war das? Vor Jahrhunderten, Jahrtausenden oder sogar noch eher? Es ist nur so wenig von ihnen geblieben. Was hat sie fortgetrieben? Und was sind diese Artefakte? Eine Flaschenpost, Werkzeuge, die zurückgelassen wurden, um uns zu helfen und uns zu leiten? Oder kämpfen wir um die Kontrolle über ihren Unrat, geben etwas eine göttliche Bestimmung und Bedeutung, dass wir das nicht viel mehr als ein ausrangiertes Spielzeug ist? Ach, das war schon. Ja, jetzt geht es hier um die Artefakte, die Edensplitter. Robert de Sable, ach, der ist mir letztens nicht eingefallen, der Name. Mag vielleicht tot sein, aber seine Bruderschaft lebt weiter. Auch wenn sie weniger deutlich in Erscheinung treten, so befürchte ich doch, dass sie eine Bedrohung bleiben. Wo sie einst in den Straßen umherstolzierten und einfache Ziele abgaben, ziehen sie sich jetzt in die Schatten zurück. Es wird zunehmend schwieriger, sie aufzuspüren, welch niederträchtige Dinge sie wohl in der Dunkelheit ersinnen. Unsere Arbeit wird umso komplizierter. Es sind bereits Gerüchte über eine Bewegung auf Zypern im Umlauf. Das muss ich genauer untersuchen. Ich habe dadurch begriffen, dass sich auch unsere Taktik ändern muss. Es bedeutet das Ende unserer Festung, unserer Vorliebe für die aufsehenerregende Vorführung öffentlicher Ermordung. Wir müssen unsere Netze im Stillen spinnen und wir müssen das anders tun als in der Vergangenheit. Ich bitte meine Brüder jetzt zwar, ihre Rituale aufzugeben, doch ich bitte sie nicht, ihrem Glaubensbekenntnis zu entsagen. Das macht uns zu Assassinen. Nicht die Abnahme eines Fingers, nicht ein falsches Versprechen vom Paradies, nicht das Verbot von Gift. Unsere Pflicht gilt den Menschen, nicht dem Brauchtum. Wenn wir schleichen müssen, so sollen wir schleichen. Wenn wir Gift verwenden müssen, so sollen wir Gift verwenden. Wenn unsere Klinge benutzt werden können, ohne Finger zu entfernen, so sollen wir nicht verlangen, sie zu entfernen. Und wir dürfen nicht unsere Entschlusskraft von Lügen und billigen Zauber beeinflussen lassen. Wir sollen offen und ehrlich sprechen. Wir sollen von Neuem entstehen. Gut, nächster Kodex hätte ich hier fast gesagt. Nein, Seite 6 nicht. Seite 6 hatten wir gerade. Seite 7. Was haben wir da? Dachte, Ada würde mich in den Ruhestand begleiten, sodass ich meine Klinge niederlegen kann, um als normaler Mann zu leben. Doch jetzt weiß ich, dass man sich solche Träume am besten für den Schlaf aufhebt. Ihr Gesicht, ich versuche es aus meinen Gedanken zu verscheuchen. Wenn ich mich an die Tage und Nächte erinnere, in denen ich ihre Templerfänge über die Meere jagte. Ich habe sie beinahe rechtzeitig erreicht, beinahe. Wenn ich doch nur schneller gewesen wäre. Stattdessen hielt ich ihren leblosen Körper in meinen Armen, sah den Schrecken in ihren starren Augen. Ich habe jeden Mann gejagt, einen nach dem anderen, bis alle Verantwortlichen diese Welt verlassen hatten. Doch ich empfand keine Freude daran, keine Befriedigung oder Erlösung.
Ihre Tode brachten sie auch nicht zurück, heilten nicht meine Wunden. Danach war ich mir sicher, nie wieder für eine Frau so zu empfinden, wie sie für sie. Meine Fresse! Habe ich einen Sprachfehler. Glücklicherweise war diese Annahme falsch. Okay. Und Seite 8 fehlt, deswegen bin ich hier jetzt auch schon wieder fertig. Noch 5 Seiten fehlen, dann habe ich alles Girl. So, ab nach oben mit dir. Federn abgeben. Oh. So, Entschuldigung. Ah. Kurz noch einen Schluck getrunken und dann würde ich sagen, bevor wir aufrüsten, holen wir uns die Ausrüstung. Die neue, verbesserte. Und für das restliche Geld gibt es dann Aufrüstung. Und Wurfmesser, Wurfmesser. Das ist gleich das allererste, was ich kaufe hier. Wurfmesser, Wurfmesser, Wurfmesser. Munition. Wurfmesser. 15 von 15 akzeptieren. Rauchbomben brauche ich eigentlich. Die verwende ich eh nicht. Rüstung. Brustschutz ist am teuersten. So, 14.000 haben wir noch. Oh ja, eine dicke totale Metallpanzerung. Und 3.320 brachte das nochmal. Weil wir jetzt Metall komplett haben. Und so. Oh ja. Und Medizin muss ich gleich noch holen. Ups, jetzt wäre ich fast an ihm vorbeigestratzt hier. Buongiorno, ey. Sollen wir uns die Liste Klar doch. So, was gibt es denn hier, der Arzt? Und der Schneider kommt auch noch auf die höchste Stufe. Den Kunsthändler mache ich zum Schluss. Buon viaggio. Plus 10.000 nochmal. Fette Sache. So, wie sieht es jetzt hier aus? Ja, hat sich nicht allzu viel verändert. Es wird immer fröhlicher, hier immer schöner. Es ist sowieso gerade Nacht, da kann man nicht allzu viel erkennen. Die Straßen werden sauberer hier. Die Leute, die hier rumlaufen, sehen besser aus. So, ich wollte mal eben ganz kurz gucken. Nein, nicht Kleiderfärben, Beutel. Messergürtelerweiterung. Giftfläschchen 5.100. Okay. Bis zum nächsten Mal dann. Addio, Messere. Addio. So. Medizin. Alles klar, wir haben Geld ausgegeben ohne Ende und wir haben die geile Metallrüstung jetzt. Was uns nochmal Lebens- und Schutzbonus gibt. Und damit würde ich sagen, können wir auch direkt wieder nach Venedig. Diebesgilde. Ja, zu dem Ort möchte ich wirklich reisen und die Ladesequenz überspringe ich. Bis gleich. So. Wir sind direkt bei der Diebesgilde und Dings meinte ja, er hätte noch eine Aufgabe für uns. Deswegen lass mal hören. War mehr als nur ein Akt der Nächsten, liebe Ezio. Sie werden in den nächsten Wochen eine wichtige Rolle spielen. Mhm. Bittet sie nur um Hilfe und sie werden kommen. Und was mache ich mit einer Bande von Dieben? Setzt sie gegen eine Gruppe von Wachen ein und sie werden sie ablenken. Und mir den Weg freimachen. Ja, weiß genau. Ich bereits. Hilft mir, mein Schwert sauber zu halten. Gefällt mir. Nee, gefällt genau. Mir nicht. Ich verrate euch, wie ihr sie einsetzt. Antonios Plan erfordert eine kleine Täuschung. Wir müssen die Wachen imitieren. Sieht geil aus, das heißt, ja. Dass wir ihre Rüstungen tragen müssen. Und eine Bootsladung Rüstungen wurde gerade in Kisten verladen und wird bald zum Setter gebracht. Plündert diese Kisten und bringt ihren Inhalt. Ist das erledigt, müsst ihr mir noch ein Boot besorgen und hierher bringen.
Damit werden wir unsere Männer unbemerkt okay. in den Palazzo schleusen. So gut wie erledigt. Ja, so gut wie erledigt. Drei Kisten plündern. Ist geritzt, das Ding. Hoffentlich muss ich die nicht einzeln hierher bringen. Okay, ich meine, sie sind nicht weit weg, aber trotzdem. Oh, cool. Was sehe ich denn hier Feines? Eine Kiste? Ach so, da sind die Rüstungen drin. Da, auf ihn! Alter! Weil ich die nicht anvisiert hatte. Bam! Tot. Warum passiert das eigentlich mit mir? Nicht mit mir, Junge, nicht mit mir. Schön die Augen ausgestochen. Okay. Okay. Knack. Was? Erstmal hier wieder anonym werden. Bekanntheitsgrad senken. Ich will nicht fliehen, Junge. Ich will nicht fliehen. Oh, voll in die Hoden. Das gibt eine dicke, dicke Hodentorsion. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Ja, bist gesegnet. Leck mich. Ah, ich weiß nicht, warum ich alle immer beleidige, aber... Double Kill mal wieder. Zack, zack, haha. Na los, kommt. Oh Mann, ey. Scheiße. Ich kann die so nicht richtig sehen. Alter Junge, verpiss dich. Alter Schwede. Na los, kommt her. So. Alter, hat er da ein Kochmesser, der eine? Oh, habt ihr beide etwa ein bisschen Schiss? Alter, schieb ab, du stinkendes Stückchen Scheiße hier. So, Pissnelke, ey. Alter Schwede. Juhu, komm her, Kumpel. Gut, jetzt noch ein Boot holen. Oh, ist er gleich erstmal abgehauen. Tja, die können nicht schwimmen, ich allerdings schon.